Hallihallo und Hallöchen und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scrap mich Hennig. Wir haben es 23.56 Uhr und ihr glaubt es nicht, ich muss um 5 Uhr wieder aufstehen. Und ich nehme trotzdem noch eine Fan-Creation auf, denn ich habe mir zum Ziel gesetzt, wirklich jeden Tag eine Fan-Creation rauszubringen. Und es macht auch wirklich Spaß, ne? Nur am Wochenende war ich so unorganisiert, das muss ich mal eben kurz sagen, ja, dass ich mal wieder nicht gereiht bekommen habe, fünf Stück automatisch aufzunehmen, also, ne, hintereinander. Ja, weil ich so lange gestreamt habe. Also, was heißt das? Jetzt habe ich den Salat, jetzt muss ich das täglich machen oder am Stück. Und da ich jetzt so viel Minecraft spiele momentan, ist eine Katastrophe, ja. Also, aber wir wollen ja nicht meckern, denn ich mache es ja wirklich gerne. Und heute haben wir eine Kreation, ja, vom lieben Simuzu. Heißt das so? Simuzu? Ich denke schon, oder? Also es müsste auf jeden Fall Simuzu sein. Mein Londoner Doppeldecker, neuester Doppeldecker momentan. Für Verbesserungsvorschläge bin ich offen. Wenn ihr welche habt, bitte schreibt sie in die Kommentare. Wichtig für YouTube, wenn YouTuber diesen Bus in Videos vorstellen möchten, gebe ich ihnen die Genehmigung, dieses Fahrzeug vorstellen, ihre Meinung frei zu äußern und Verbesserungsvorschläge, falls vorhanden, vorzuschlagen. Ich würde gerne mit meinem Stilnamen Simuzu, ich spreche es bestimmt wieder falsch aus, erwähnt werden. Ich finde es cool, wenn alle YouTuber dieses Fahrzeug vorstellen, den Link zu dem Objekt in die Videobeschreibung schreiben. Machen wir. Tastenbelegung, Tür 1, Freigabe 2, bis Blinker rechts und, also rechts und links. 4 wäre Scheinwerfer und Innenraumbeleuchtung, 5 Anzeige an und aus, 6 bis 7 Türe Knopf länger Zeit gedrückt halten, bis Türe öffnet und dann loslassen, Tür schließt automatisch, hintere Tür wäre die 8. 9. ist Kassierertisch, schließen, öffnen und 0 Bus senken, Rollstuhl und Kinderwagenrampe ausfahren. Ich muss dazu sagen, diese Kreation wurde mir im Jahre 2016 eingesendet. Ja, auch solche antiken Fahrzeuge habe ich noch, aber ich möchte sie vorstellen, ne? Ich möchte die alle nochmal zeigen, also soweit es geht zumindest. Und das machen wir jetzt auch. So, also die Kreation stammt noch aus dem Steam Workshop von mir, ne? Also auf Steam T-Community, und da hat er sie dann mal veröffentlicht. Ja, also, klar, optisch ist sie jetzt aus Holz, das kann dem einen gefallen oder nicht. Also so, ich sag mal so, das Holz gefällt mir natürlich nicht so gut, aber das Design finde ich sehr, sehr schick hier mit diesem Schwarz und so, dass er sich da wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben hat. Das sieht schon gut aus, ja. Da kannst du wirklich nichts sagen. Klar, Geschmackssache, ich finde es aber wirklich gut. Und deshalb würde ich auch mal einsteigen. Das finde ich auch hier schön, ne? So, dann hast du hier so und so den Fahrersitz. Aber der Bus ist auf der linken Seite, ne? Ja gut, aber ist ja auch richtig. London, ne? London, da fahren die, da haben sie ja links verkehrt quasi. Also auf der anderen Seite, oder? Ja genau, in gegengesetzter Richtung auf jeden Fall. In gegengesetzter Richtung? Ah, ihr wisst doch, was ich meine, ne? Was haben wir denn noch so? Zumindest keine Musik. Ich versuche mal weiterzuschalten. Oh, jetzt haben wir Musik. Oben? Ja, oben ist eigentlich relativ schlicht, aber zumindest schick, ja? Hat er gut gemacht. Er hat auch Licht hier. Das werden wir gleich mal alles testen. Ich gehe mal eben kurz runter. Ich glaube, ich habe diesen Bus irgendwo schon mal gesehen. Also ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, wir haben den schon mal gesehen, oder? Ich mache einfach mal alles an. Das sieht wirklich gut aus. Also ich muss sagen, dass das wirklich gut aussieht. Falls ich diesen Bus schon mal vorgestellt habe, ne? Das wäre jetzt natürlich peinlich, oder? Ich glaube aber nicht. Aber wie gesagt, eine wunderschöne Kreation so. Also das finde ich cool. Damals hat er sich wirklich sehr viel Mühe gegeben. Auch das hier mit diesem Gelände und so. Finde ich schick. Aber wir nehmen einfach mal Platz. Ich hoffe, ich habe hier wieder nichts vergessen. Achso, die Türen übrigens. Kurz gedrückt halten. Ja. Und dann öffnen die und dann schließen die auch wieder. Das heißt, umso länger ich kurz gedrückt halte. Ja, so zum Beispiel. Dann geht das ab, ne? Hat er auch extra ja eben in der Beschreibung geschrieben. Hier vorne genau das gleiche. Kurz gedrückt halten, einsteigen und fertig. Performance ist natürlich ein bisschen schlecht. Ich weiß noch nicht, woran es liegt, aber ich glaube, weil er auch viel eingebaut hat. Aber das soll uns nicht stören. Wir probieren einfach alles einmal durch. So. Das passt. Licht. Oh, das sieht cool aus. Guck mal. Das sieht wirklich cool aus. Der hat ja mehr als meiner noch. Und meiner ist aus dem Jahre 2017. Achso, guck mal, kurz gedrückt halten. Das meinte er, ne? Und dann wieder loslassen. Okay. Okay, hinten genau das gleiche.
Und dann haben wir hinten diese Tür, die ist ganz klassisch. Wow. Cool. Interessante Technik, würde ich sagen, ne? Wir fahren einfach mal, oder? Oh, der hat einen Elektromotor. Das könnte ein bisschen dauern, bis wir einmal rum sind. Ach so, guck mal. Ah. Das geht auch so. Ah, und der blinkt automatisch. Warte mal, ich muss mal einmal husten, ja? So. Entschuldigung. Das kommt davon, wenn man zu wenig trinkt. Okay, also, eins muss ich sagen, der Bus ist deutlich zu langsam, ja? Also das ist schon... Ja, das ist schon langsam, würde ich sagen. Der nachfolgende Bus könnte sich um ungefähr 5 Stunden verzögern. Aber dafür kommt er natürlich überall hoch, ne? Das muss man ihm auch mal zugute halten. Kann man jetzt sehen, wie man will. Das mit dem automatischen Blinken finde ich zum Beispiel voll geil. Ich weiß, einige mögen das nicht so, weil du ja eigentlich nicht in jeder Situation blinken solltest. Schon Sprachstörungen, ja. Aber ich finde das ganz gut. Wartet mal, ich will mal eben was gucken, ja. Bevor ich hier... Okay. Ich habe nur eben gedacht, mein Mikrofon wäre gar nicht an. Kennst du das? Ja. Nicht, dass ich hier die ganze Zeit quatsche und das Mikrofon ist gar nicht an. Ja, wenn du das Prüfwort doch vorher. Weißt du, was ich... Also, wir nehmen jetzt ungefähr 6 oder 7 Minuten auf. Meinst du, ich kann mich erinnern, was vor 6 Minuten war? Aber das hier hat er wirklich schön gemacht. Aber... Der ist halt echt langsam, ne? Also ich fahre jetzt keine Runde, ja? Das dauert mir echt zu lange. Aber man kann sagen, dass die Kreation an sich ganz gut funktioniert. Also bis auf, dass sie halt langsam ist. Lenken. Die Lenkung könnte meiner Meinung nach ein bisschen mehr sein. Aber sie ist nicht schlecht, ja? Also er lenkt wirklich nicht schlecht. Aber naja, man sieht es ja, er braucht halt wirklich viel Platz, ja. Aber, naja, das ist jetzt auch wieder Meckern auf hohem Niveau. Ich glaube, da, naja, muss man mal die Kirche im Dorf lassen, ne. Da muss man wirklich mal die Kirche im Dorf lassen. Aber, naja, ist halt so ein kleiner Verbesserungsvorschlag, ne. Vielleicht hast du ja inzwischen auch schon einen neueren Bus. Ich habe in deinem Workshop leider nichts gefunden, ja. Sonst hätte ich das auch gerne vorgestellt oder mit dazugenommen, ne. Weil deine Kreation ja hier wirklich schon alt ist. Wie gesagt... Wichtig, die ist aus dem Jahre 2016 und die ist auch schon deutlich länger bei mir veröffentlicht worden in der T-Community auf Steam. Aber ich habe sie halt nicht vorgestellt. Ne? Ihr wisst ja, ich war eine lange Zeit inaktiv. Von daher, ne? Genau deswegen. Zur Kreation kann ich eigentlich nur sagen, dass ich es wirklich gut finde. Also, doch, der macht einen soliden Eindruck. Licht geht auch. Anzeigetafeln geht auch. Ja, also so die technischen Funktionen, das funktioniert alles. Eins wäre das hier. Ich weiß gar nicht mehr, warte. Und das finde ich auch cool, ne? Guck mal. Aber irgendwie senkt der... Oder senkt der Dollar? Na, so ein bisschen zumindest, ne? Ein bisschen macht er. Ein bisschen macht er. Ja. Da ist jetzt gerade jemand dazu gejoint. Ja. Na, da ist jemand dazu gejoint, aber darauf gehen wir jetzt nicht ein. Ja, so. Also ich muss sagen, wirklich tutti, wirklich schick. Ja, dem ist wohl nichts hinzuzufügen, oder? Würde ich sagen. Ist jetzt heute mal nicht so eine lange Kreation, muss es aber auch gar nicht. Ich gucke nochmal eben von innen hier so. Also falls ihr eben fragtet, wegen... Dazugejoint, da meine ich auf Discord, ne? Mir ist jemand im Channel dazugejoint. Es ist natürlich der Lucky Magic, ja? Weißt du, da steht der Aufnahme, ne? Tarindor befindet sich in Aufnahme. Und was passiert? Es kommen trotzdem noch welche dazu. Aber so sind sie. Egal ob Admins, Moderatoren, so sind sie einfach. Ist auch nicht böse, ich meine, ist ja nicht schlimm, ne? Aber wir gehen jetzt nicht drauf ein, denn wir sind einfach zu Fame für den Herrn Lucky, ja? Hast du Pech gehabt, Herr Lucky? So,
Also wie gesagt, an sich ist das eine schöne Kreation. Auch das hier mit dem Licht und so. Auch, dass er den Eingang hier nochmal schön beleuchtet hat. Auch die Rampe, ne? Die ist wirklich gut. Gut getroffen. Oben finde ich auch sehr, sehr schick. Jo, oder? Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, was ihr dazu sagt. Wie gesagt, dieser Bus stammt meines Wissens nach aus 2016. Zumindest hat er ihn dort veröffentlicht. Und ich weiß jetzt nicht genau, wann er ihn veröffentlicht hat. Aber der ist schon alt, ja? Also der ist wirklich alt. Ja. Wobei man ja auch sagen muss, hier das Licht, das ging ja schon, ne? Das Licht geht schon. Also so alt kann er eigentlich auch nicht sein, ne? Aber er ist schon älter auf jeden Fall. So, das war's an meiner Stelle. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Fan-Creations. Und dann gucken wir mal, ne? So, warte mal, können wir hier so ein schönes Thumbnail machen? So, oder? Dann seid ihr jetzt wieder live mit dabei bei dem Thumbnail. Ich würde aber gerne mal so, oder? Ja. So ist es auch viel geiler. Und dann machen wir so, oder? Was haltet ihr davon? Ich glaube, das müsste passen, ne? Zack. So, dann hätten wir das auch. Und ich sage tschüdelü und bis morgen. Falls ihr noch nicht auf Discord seid, ne? Dann kommt auf Discord oder auf Steam. Ja, Schleichwerbung. Tschüdelü.